Hallihallo, da bin ich wieder bei einer neuen Runde Darwin. Oh, wenn ich das hier gerade so sehe, ich muss erst nochmal hier umschalten. Diesmal ist es eine Runde Duo, weil wir momentan die Quest haben, dass wir zwei Duos machen müssen. Ich muss sagen, es ging halt relativ schnell, eine Lobby zu finden, die auch funktioniert. Letztes Mal, meine ich, war das Game, wo wir gewonnen haben. Oh, sie haben es wieder rausgepatcht mit dem Schießen. Guck an. Ja, ich frage mich, wenn wir hier zugeordnet kriegen von den Leuchen. Machen wir uns mal bereit. Ich bin... Mal gucken. Junge, Junge, Junge. Wir müssen mal gucken, ob wir das jetzt die beiden Duo-Games zusammen machen. Bin ich noch am Überlegen. Mal sehen. Haben auf jeden Fall auch noch die Quest Ressourcen zu sammeln und ich glaube Arrows zu craften. Wobei wir das sehr schnell testen können. Okay, nein. War es irgendwas anderes mit Arrows? Naja. Du spielst dich, denke ich mal, ein klein wenig anders als Solo. Denn man muss definitiv auf seinen Partner achten. Oh, das ist ja wunderbar. Na? Alter, man kommt hier echt nicht hoch. Okay. Sammelt unser Kumpel überhaupt was? Habe ich nämlich nicht so das Gefühl. So, wir machen das Geschütz. Ich muss sagen, im Duo ist das Geschütz echt saugefährlich. Der rennt einfach weg. Was ist denn das für einer? Mal Schuhe. Er geht da oben hin. Okay. Aber wir müssen ja immer noch die Laternen sammeln. Ja, 75 Ressourcen in einem Spiel sammeln ist natürlich nicht machbar. Deswegen, da wird man definitiv ein paar Games für brauchen. Aber oh, das macht ja nichts. Haben wir hier noch ein Mäntelchen? Da ist doch eine Laterne. Ich glaube nämlich, wir brauchen nur noch zwei. Vielleicht sogar richtig. So. Da falten schon welche in der Mitte. Hier. Ach, das ist die Zone, die geschlossen wird.
Na, dann gehen wir einfach hier hoch. Folgt er mir? Ja, nicht wirklich. Dann 16 Sekunden. Da ist aber die letzte. Die hole ich mir und dann sprinte ich hier raus. Dann sieht man auch mal, was passiert hier drinnen. Also man bekommt einfach nur ziemliche Kälte und wenn man halt keine Wärme mehr hat, dann erfriert man und bekommt Schaden dadurch. Aber für die Mission hat sich's wirklich eigentlich gelohnt. Gut, das ist recht schnell hier rauszukommen. Markiert. Gut, markiert, aber das ruhig mit. Ich nehme meinen Holzfäller währenddessen. Eigentlich wäre es besser, wenn er das nehmen würde. Gucken, er kommt, okay. Sorge ich mal für Wärme. Es ist anscheinend keiner. So. Ja, wir schaffen das. Also ich auf jeden Fall, mein Kollege, weiß ich nicht genau. Aber selbst wenn, wie gesagt, man hat ja ganz kurz Zeit. Ja. Wäre schlimmer, wenn man direkt sterben würde. So. So. Da hinten. Da wird auch gerade gekämpft. Sollten wir uns einfach mal dorthin auf den Weg machen. Okay, er ist noch hinter mir. Einer tot. Aber jetzt müssten sie ja langsam kommen. Dann weit sind sie nicht mehr weg.
Sehr schön. Kann man eine schöne Rüstung machen. Was? Weg, 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 weg. Jetzt wird schwierig. Wir müssen jetzt die perfekte Zeit abwarten. Es wird groß. Okay, jetzt gehen wir raus. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Wärmen uns fertig auf. Jetzt haben wir ganz gut angestellt. Markiert. Das ist aber mein Kollege. Das heißt, die anderen beiden sind dort hinten. Ich weiß leider nicht, ob sie ein Team sind. Da ist natürlich ein Baum. So. Da oben ist er. Wie kommen wir da am schlausten hin? Da unten ist mein Kollege. Sind nur noch wir drei, ne? Mann. Tricksteleport. Genau, wir lassen ihn das holen. Wir könnten hier schon wieder eine Runde gewinnen. Diesmal wäre es ein Duo. Das macht ja nichts. So. sechsundzwanzig Pfeile, das ist echt der Hammer. Blutet auf jeden Fall schon. Da oben. Jawohl, danke.
uns mal unsichtbar. Kleine Ratte. Was? Oh Mann! Hat er mich noch hingerissen? Das war nicht schlecht. Nur noch Hälfte leben, okay. Okay, sehr schön. Ey, das gibt's nicht. Schade. Schade, schade. Naja, das nächste Mal wird besser. Schlecht waren wir auf jeden Fall nicht. Ah, durch den Match abschließen haben wir sogar eine neue Stufe des Battle Pass erreicht. Pick up 8 enemy arrows, sowas. Genau, wir hatten hier das Hammer. Das weiß ich leider immer noch nicht, was das bringt. Naja. Nun gut. Das dürfte es dann auch erstmal für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.